Moin Moin und willkommen zurück zu Planet Base. Endlich mal wieder. Ja, kurze Panikattacke. Ich hatte mein System neu machen müssen und wie es nun mal so ist, wenn man formatiert, dann verliert man eine Menge und ich dachte schon, ich hätte die Save-Stände verloren. Aber die habe ich glücklicherweise wiedergefunden. Die waren doch gesichert und das ist jetzt der letzte Save-Stand, den ich da drin habe. Ich glaube, den habe ich nach dem Desaster beim letzten Mal dann kurz angelegt, damit ich weiß, dass ich hier fortfahren muss. Ich bin mir ganz nicht ganz sicher. Weil in dem davor, dem Autosave, da waren hier dann noch Energiekollektoren und so weiter. Wir haben hier den Stand, dass noch Nahrung da ist und hier setze ich mal wieder ein. Ich habe ja nur eine ganze Weile nicht mehr gespielt und jetzt will ich mal wieder. Und ich würde auch diesen Planeten jetzt gerne mal zu Ende bringen. Jetzt muss ich mich aber erstmal wieder ein bisschen einfinden. So, gucken wir erstmal. Nee, das wollte ich jetzt nicht gucken. Da wollte ich gucken, ne? So, Biologen. Ein paar Biologen, dachte ich mir, versuchen wir mal ranzuholen. Ingenieure, obwohl Ingenieure sind auch nicht schlecht, wie immer. So, machen wir mal so. Ich versuche mich daran zu erinnern, aber das Desaster bestand, glaube ich, nur daraus, dass wir dann out of food waren, ne? Oder? Ich mach mal schneller. Soweit ich das sehe, ist jetzt nichts wirklich akut hier. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das mit der Energie ist, ob wir mit der Energie hinkamen oder nicht hinkamen. Ich weiß, ich habe hier noch ein Bauprojekt. Eine Mine. Da steht auch eine Mine. Die ist noch nicht an. Und wir haben jetzt nur ein bisschen Eisen. Ich würde jetzt gerne, glaube ich, erstmal ein bisschen warten. Da sind zwei leer. Also ein bisschen warten, bis wir ein paar Ressourcen wieder zusammen haben, dann doch die Energiekollektoren hier machen und dabei permanent die Nahrungsversorgung überwachen. Und zu sehen, ob es wieder über Kopf geht. Na gut, mal gucken. So, da kommt Orbit her. Ein Biolog. Ah, dankeschön. So, da füllt sich der Energiekollektor, das ist schön. Was sagt die Sonne? Wolkendecke zieht auch zu. Aber es sieht nicht wirklich akut aus, oder? Wir produzieren mehr, als wir benötigen. Füllt sich. Keine Symbole drüber, keine Symbole drüber. Also die arbeiten auch. Gut. 38 Karotten, 37 Karotten. Ja, mir fehlt ein bisschen so Übersicht, ein bisschen Statistik, wie das reicht mit der Nahrungsbeschaffung. Im Vergleich zum Verbrauch. Ich überlege gerade, ob wir hier in den Biodom schon mal ein bisschen was reinsetzen. Bin ich mir aber nicht sicher. Nicht sicher. Okay, doch. Also ich mache das rein. Vorsichtshalber jetzt schon mal. Ach je, was brauchen wir denn immer? Das habe ich schon wieder vergessen. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Also Pilze, Reddish, Mais, Zwiebeln. Was verarbeitet ihr denn? Mais und Retortenfleisch. Weizen geht zu schnell, glaube ich. Pilze, Weizen. Also Weizen, Mais, Retortenfleisch, glaube ich. So, Weizen war jetzt schon nicht mehr langsam wachsend, aber okay. Nehmen wir mal zwei Weizen. Zwei, drei Pilz. Drei Mais. Da lasse ich es mal. Wir gucken mal nach, ob wir noch ein bisschen Retortenfleisch anbauen können. Hier war Labortisch. Piu, genau. Ja, die hätte ich natürlich gern in der Nähe. Haben wir davon noch nicht eingebaut? Da nicht. Überlege ich gerade. Hier, du machst mal aus. Dum, dum. Der ist leer, der ist voll. Ja, wirklich voll sind die nicht, ne? Wir haben auch gut Wind. Windturbine. War die 7er jetzt die große? Achso, wir können ja nachgucken, ob wir das haben, ne? Technologien. Megakollektor fehlt, Farmdom, Superextraktor. Aber Goliath-Turbine haben wir schon mal. Das ist ja auch schon mal gut. Dann setze ich mal eine für Wind.
So, braucht 8. Das dauert eine Weile, bis das steht, aber wird gemacht. Jetzt suchen wir da. Ups, die wollte ich nicht. So. Ich recycle nochmal. Du bist zu 68% fertig, du bist gleich fertig. Ich recyceln wir mal. Ach, da kriegen wir die Rohstoffe draus. Ich dachte, da würden wir jetzt das erste Hilfepack rauskriegen, aber nö. So, Retortenfleisch. Jetzt ist das natürlich mit der Aufteilung hier nicht mehr so schön, ne? So, wenn ich den da wegnehme, ich glaube, ich kriege keine zwei dahin. Na gut. Ja, du haust auch ab. Retortenfleisch fangen wir mal da drüben an. Meine Güte, blitzt das hier um. So. Handelsschiff ist gelandet. Hast aber nichts Interessantes für uns dabei, ne? Erz haben wir 12, brauchen wir auch nicht. Lassen wir mal. Nahrungsmittel gehen runter. Die gehen runter. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit ich zurückgegangen bin. Ich kann mich noch erinnern, als ich das letzte Mal nachschaute, direkt nachdem das über Kopf gegangen ist, dass ich 2 Safe-Stände zurückgehen musste. Also 40 Minuten quasi. Ich hoffe, das ist der auch. Bin ich mir aber nicht sicher. So, du hast einen schönen großen Wirkungsbereich. Da hinten ist auch abgesichert. Einer, warum auch immer. Da sind Leute gekommen. Wir haben jetzt... Oh, da sind... welche Taste war das? Okay. Habe ich Sicherheitspersonal zumindest 2. Unbewaffnet? Ja, anscheinend. Okay. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Haben wir keine bewaffneten Wachen? 6 von 6. Warum mussten dann die Arbeiter prügeln? Faules Pack. Okay. Ich glaube, ich hätte gelben Alarm... Nee, gelben Alarm nicht. Rot muss ich machen, ne? Oder? Bei gelben Alarm rennen die Wachen hin, bei roten rennen alle hin. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. So. Wir hatten da 3, darum kommt hier auch nochmal einer hin. Oh, können wir uns leisten, noch einen hinzustellen, ne? Jo. Jo, ruhig 4. Energiespeicher niedrig. Nein. Ja, und nun? Stehen wir wieder ohne Strom da. Gut, da kam schon. Ein Fitzerchen. Achso, wir sollten jetzt mal die Kolonisten wieder abschalten. 25,12. Okay, müssen wir mit hinkommen. Ja. Die Stromproduktion ist gerade zu niedrig, ne? So, Handelsschiff. 2 Eisenträger. Oh, wir haben ja Geld. Sicher gerade. Wir haben ja richtig Geld liegen. So. Oh, oh. Die 2 nehmen wir auch noch dazu. Ups. Nee, den wollte ich jetzt nicht. Das ist mir zu teuer. So. Tja. Solarkollektor, ne? Wäre schön. Obwohl momentan bringen die Windturbinen nur was. Wie ist das denn? 215, 303 produzieren wir. Also ohne die Blitze wären wir aufgeschmissen, glaube ich. Was sagt die Nahrung? Geht. Geht aber auch runter, ne? Ich will aber noch nicht auf Schnellachs eine Sache umstellen. Phew. Vielleicht
mal so 3, 4 oder so. Rettich. Und ein Reis dazu. Wir haben jetzt ein paar Biologen mehr. Vielleicht haut das ja hin. Okay, die steht auch schon mal. Der Wirkungsbereich ist noch groß. Wir haben 5. 5 Eisen haben wir noch. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich hier geplant habe. Ich baue gerade einfach so, wie es passt. Ob ich hier jetzt irgendwie noch rumgehen wollte, aber glaube ich nicht, ne? Ein Tunnel. Sieht nicht danach aus. Ich weiß, hier wollte ich irgendwie die Landefelder hinmachen. Na? Okay, da steht schon mal alles. Hat so eine Anzeige, wie viele Biologen im Durchschnitt benötigt werden. Das wäre auch nicht schlecht. So, ich weiß auch nicht, ob wir damit hinkommen. Retortenfleisch ist ja ein bisschen niedrig gerade, aber die Langzeitübersicht fehlt dabei dann auch. Gut. Also hier haben wir ein Labor. Ich möchte aber nicht, dass die Biologen alle dahin latschen. Ne? Die sollen möglichst in der Gegend bleiben. Also, nee. Ich dachte gerade daran, noch ein Labor zu bauen, aber nee, jetzt brauchen wir erstmal hier. Wir brauchen mehr Saft. Hey, hey. Baubot, was kostest du? Viel. Hier kriegst du noch 2 Space Dollar dazu. Der super Dings vom Extraktor fehlt ja auch noch. Mann, da fehlen Baupläne. Sind alles aktiv? So, da haben wir eine Aufbereitungsanlage. Da haben wir eine Aufbereitungsanlage. Sind auch beide in Gang. 72 Leute. Die Frage ist... Nein! Wie viele Arbeiter haben wir? 25. Okay. Der ist ein Niedrigstatus, aber gut. Genau. Ich weiß auch nicht mehr, wodurch der Kollaps ausgelöst wurde. Habe ich da so viele Leute rangeholt vielleicht? Also aktuell scheint sich das mit dem ersten Jahr zu halten. Oh, bist unglücklich. Armes Kerlchen. So, hier können wir auch noch weiter. Okay, Wolkendecke geht. Sonne, Wind kommt rein. Alles voll. Ja, die Energiekollektoren sind alle voll. Hm. Ich guck nochmal nach. Da gab es einen größeren, ne? Megakollektor, genau. Ja. Robotisierung erreicht, yeah. Ich möchte also ungern mit den normalen Kollektoren weitergehen, wenn wir die Megakollektoren theoretisch bauen können, aber die fehlen uns ja noch. Also der Bauplan fehlt uns ja noch. Hm. Sind keine Symbole über den Pflanzen. Viele sind müde. 1, 2 Schlafsäle. Drei Schlafsäle. 9 kam, glaube ich, rein. Also 18, 36. Helft mal mitrechnen. 54, ne? Genau. Also ein Schlafsaal, denke ich mal, wird auch noch benötigt. Und jetzt kommen hier überall die Werkzeugsymbole schon. Nicht so schön. Yeah, Farmdom. Ist doch Farmdom, ne? Ja. 50% Kommission, na gut. Hm.